Ein paar erschütternde Dinge sind 2023 in Deutschland und auch in der Welt passiert. Dinge, die wir im Kopf behalten müssen, damit wir im neuen Jahr nicht in ein großes Unglück rennen. Und in diesem Video, da schaue ich in den Rückspiegel und da sage ich Ihnen, was die Wiederholung der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat und wie ich über das Ende der Maskenpflicht in Deutschland denke. Und ich äußere mich erstmals zum Terroranschlag der Hamas auf Israel und auf die Reaktion darauf. Es gibt da einen Aspekt, über den wir unbedingt reden müssen, weil er in der öffentlichen Debatte leider völlig ausgeblendet wird. Und aufs Haushaltschaos am Jahresende, da gehe ich auch noch ein, das sagt nämlich sehr viel aus. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, von der Sie sich jeden Tag des neuen Jahres inspirieren lassen können. Link zu den kostenlosen Testwochen unter diesem Video. Ehe ich auf das Ende der Maskenpflicht und auf den Anschlag der Hamas komme, lohnt ein Blick ins eigene Land. Am 19. Januar ernennt Deutschland einen neuen Verteidigungsminister, Boris Pistorius, der folgt auf die Skandalnudel Christine Lambrecht. Die Art, wie Lambrecht ins Amt kam, die erschüttert mich bis ins Mark. Eigentlich hat die ehemalige Justizministerin schon ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt. Aber dann, dank FDP, geht die Frauenquote im Bundeskabinett nicht auf und die angehende Politrentnerin Lambrecht, die wird eben mal zur Bundesverteidigungsministerin befördert und zurück in die Politik geholt. Dort schwingt sie sofort das Beil der politischen Unvernunft. Sie wirft wichtige Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums einfach raus, noch ehe sie ihren Dienst antritt. Sie macht sich weltweit lächerlich durch 5000 Helme, die sie an die Ukraine liefern und als Großtat verkaufen will. Und schließlich verbindet sie Dienstliches mit Privatem und sie nimmt ihren Sohnemann im Diensthubschrauber für einen anschließenden Urlaub einfach mit. Und der ist so erfreut, dass er gleich ein Foto in den sozialen Medien postet. Wieder ein Skandal. Und in der Silvesternacht, da schießt Lambrecht endgültig den Vogel ab. Während in der Ukraine der Krieg tobt, während dort Menschen sterben, postet die deutsche Verteidigungsministerin eine Mini-Ansprache auf ihren privaten Social-Media-Konten. Hinter ihr knallen Feuerwerkskörper, während sie sagt, mitten in Europa tobt ein Krieg, damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Das klingt nach fortgeschrittenem Narzissmus. Absolut. Als wäre der Krieg nicht in erster Linie ein Unglück für die Menschen, die jeden Tag um ihr Leben zittern müssen, sondern als wäre er ein Glücksfall für die deutsche Verteidigungsministerin, um viele besondere Eindrücke zu gewinnen und tolle Menschen kennenzulernen. Jetzt, erst jetzt ist das Fass voll und sie muss ihren Hut nehmen. Es macht mich fassungslos, dass eine offensichtlich so überforderte Politikerin in dieses wichtige Amt gehievt wurde. Ich bin für die Gleichstellung von Frauen. Ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Aber Gleichstellung, das darf natürlich nicht heißen, dass eine inkompetente Frau vorgezogen wird, nur um die Quote zu erfüllen. Damit schadet man allen Frauen und damit schadet man dem ganzen Land. Bitte mal darüber nachdenken, mein lieber Olaf Scholz. Und hier mein nächster Rückblickpunkt. Danach komme ich auf den Ukraine-Krieg und die Hamas. Am 12. Februar wird die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Beim ersten Anlauf, da war die deutsche Hauptstadt Berlin nicht in der Lage, eine reibungslose Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses und der Bezirksversammlung zu gewährleisten. Es ging zu, wie in einer Bananenrepublik, die Stimmzettel, tja, die gingen aus. Vor den Wahllokalen, tja, da bildeten sich so lange Schlangen, dass die Menschen wieder abdrehten und nach Hause gingen. Und als die Wahl schon über die Bühne sein sollte, als die ersten Hochrechnungen um 18 Uhr präsentiert wurden, da waren einige Wahllokale immer noch geöffnet und Stimmen wurden sozusagen nachträglich abgegeben. Eigentlich ist Deutschland ja ein Land, das gerne Beobachter in andere Länder schickt, um zu prüfen, laufen die Wahlen korrekt ab, ist das eine Demokratie? Jetzt haben wir uns in eine Lage manövriert, dass solche Beobachter künftig zu uns nach Deutschland geschickt werden, als wären wir ein demokratisches Entwicklungsland. Peinlicher geht es nicht.
Und ich frage mich, wenn wir nicht mal mehr eine einfache Wahl organisiert bekommen hier in Deutschland, wie wollen wir dann planvoll über wichtige Dinge entscheiden, etwa über Waffenlieferungen in Kriegsgebiete oder die Zukunft dieses Planeten? Oft habe ich das Gefühl, dass es im ganzen Politikbetrieb zugeht, wie bei den Wahlen in Berlin, zu viel Chaos und zu wenig System. Nächster Rückblickpunkt. Am 7. April, da wurde die Maskenpflicht in Arztpraxen beendet. Die Corona-Maske ist Sinnbild einer verfehlten Corona-Politik. Erst hatte das Robert-Koch-Institut in die Welt posaunt, dass Masken als Schutzmittel gegen die Corona-Pandemie ungeeignet seien. Dann hat dasselbe Robert-Koch-Institut das Gegenteil behauptet und die Politik, die sprang sofort auf den Karren auf. Eine finstere Zeit brach in Deutschland an, denn das Grundgesetz wurde massiv eingeschränkt. Die Handlungsfreiheit, die Reisefreiheit, die Berufsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Religionsausübung, all das ging über den Jordan. Das Parlament, das wurde entmachtet, die Regierung, die startete einen autokratischen Alleingang, die ließ reihenweise Menschen in den wirtschaftlichen Ruin stürzen und die trieb die Bevölkerung in eine Impfung mit Versprechungen, die mittlerweile reihenweise geplatzt sind. Der rosa Elefant, der im Raum stand, das war das Sägen an den Grundpfeilern unserer Demokratie. Da wurde unser Grundgesetz, das gerade in schweren Zeiten die Werte der Demokratie hochhalten sollte, da wurde es ausgerechnet in einer schweren Zeit außer Kraft gesetzt. Dieser rosa Elefant, der stand vor den Augen der ganzen Nation, aber die allermeisten Medien, die als Wächter der Demokratie agieren sollen, die nannten diesen rosa Elefanten eben nicht beim Namen, sondern sie stellten sich hinter die Maßnahmen der Regierung. Vor den Augen des ganzen Landes wurden der Demokratie die Flügel gestützt. Aber wer bezog die Prügel? Nicht die Regierung, die das tat, nein, nein, sondern diejenigen, die auf den rosa Elefanten hinwiesen. Wer sagte, dass das Aussetzen der Grundrechte völlig unverhältnismäßig sei, der wurde verbal verprügelt. Wer sagte, dass die Impfung vielleicht doch keine Wunderwaffe gegen die Verbreitung der Pandemie sei, der wurde verprügelt. Wer beklagte, es sei völlig unverhältnismäßig, Geschäfte zu schließen, Schulen zu schließen, Menschen wirtschaftlich und sozial ins Abseits zu treiben und zu ruinieren, der wurde verprügelt. Insofern war das Ende der Maskenpflicht in Arztpraxen für mich ein symbolischer Tag, ein finsteres Kapitel in unserer Demokratie, das ging zu Ende. Ich kann nur hoffen, nicht nur vorerst, sondern dauerhaft. Nächster Punkt in meinem Rückblick. Am 6. Juni kam es im Zuge des Ukraine-Krieges zur Sprengung des Staudamms bei Cherson und zu einer Flutkatastrophe. Für mich hat dieser Dammbruch einen symbolischen Charakter. Er zeigt, wohin dieser Krieg uns führen wird, wenn wir ihn nicht endlich am Verhandlungstisch beenden. Dieser Krieg, der wird führen zu noch mehr Zerstörung, zu noch mehr Toten, zu noch mehr Leid. Dieser Krieg, der wird gipfeln im Einsatz von chemischen, biologischen und womöglich nuklearen Waffen. Die Diplomatie des Westens, die empfinde ich als so professionell wie die Organisation der Wahl in Berlin. Man geht davon aus, durch immer mehr Waffenlieferungen der Ukraine einen Gefallen zu tun und Putin eine Lektion zu erteilen. Dabei übersehen wir völlig, dass Putin auf dem größten Atomwaffenarsenal dieser Erde sitzt und nahezu über eine unbegrenzte Zahl potenzieller Soldaten für sein Land verfügt, während die Ukraine mehr und mehr an allen Fronten ausblutet. Führende US-Militärs, die haben zugegeben, dass dieser Krieg für die Ukraine nicht zu gewinnen ist. Aber wenn dieser Krieg auf dem militärischen Weg nicht zu gewinnen ist, dann frage ich, warum riskieren wir dann weitere Dammbrüche? Warum riskieren wir, dass bald ein Atomkraftwerk in der Ukraine getroffen wird und explodiert? Warum gießen wir mit immer mehr neuen Waffenlieferungen Öl ins Feuer? Warum tun wir nicht alles, um ein Ende dieses Krieges auf dem Verhandlungsweg herbeizuführen? Jetzt höre ich natürlich schon das Gegenargument. Es liegt doch nicht am Westen, es liegt an Putin. Er will keinen Frieden. Gegenfrage. Woher wissen wir das so genau? Welcher westliche Spitzenpolitiker ist zuletzt nach Moskau gereist und hat ihm die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen er bereit wäre, diesen Krieg zu beenden? Wer hat Putin eigentlich das Gefühl gegeben, ihn und seine Forderungen wirklich ernst zu nehmen? Aus meiner Sicht ist es wie bei einer Geiselnahme in einer Bank.
Was tut der Täter, wenn die Polizei nicht mit ihm sprechen will und seine Forderungen verlacht? Dann lässt er seine Wut natürlich an den Opfern aus. Darum wird jeder Polizeipsychologe versuchen, so lange und so oft wie möglich mit dem Täter zu sprechen. Eine gute Diplomatie, das wäre für mich das Gegenteil des unklugen Olaf-Scholz-Satzes, mit der Waffe an der Schläfe kann man nicht verhandeln. Wahr ist doch das Gegenteil. Je größer das Risiko ist, dass einer diese Waffe abfeuert, dass einer den roten Knopf drückt, dass einer die ganze Welt zerstört, je größer dieses Risiko ist, desto mehr müssen wir mit ihm reden. Reden hemmt die Gewalt. Reden, das ebnet einen Weg zur Lösung. Dagegen sorgen Waffenlieferungen und Kriegsrhetorik dafür, dass diese verhängnisvolle Spirale von Gewalt und Gegengewalt immer mehr beschleunigt wird. Putin, der hat diesen fürchterlichen Angriffskrieg begonnen. Dafür gibt's für mich keine Entschuldigung. Aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser Krieg so bald wie möglich endet. Die Sprengung des Staudamms von Cherson, die sollten wir als Warnung sehen. Es braucht diplomatische Lösungen für diesen Krieg, denn sonst kann es 2024 zu noch viel größeren Dammbrüchen kommen, als wir sie uns vorstellen können. Und hier ist der vorletzte Punkt dieses Rückblicks, ehe ich noch kurz auf das Haushaltschaos eingehe. Am 7. Oktober hat die Hamas einen Terroranschlag auf Israel verübt. Ich will Ihnen sagen, wie ich über diesen Anschlag denke. Erstens. Wer sich zum Ziel setzt, das jüdische Volk zu vernichten, der tritt in die Fußstapfen Adolf Hitlers. Und ich finde es zutiefst menschenverachtend, jemanden wegen seiner Religion auslöschen zu wollen. Mir ist es vollständig egal, zu welchem Gott ein Mensch betet oder ob er nicht an Gott glaubt. Jeder hat ein Recht auf Respekt und jeder hat ein Recht auf Leben. Und wer dem jüdischen Volk dieses Recht nehmen will, der sollte die ganze Welt gegen sich haben und natürlich auch Deutschland. Aber eines, das finde ich unter Freunden wichtig, dass man sich gegenseitig die Wahrheit ins Gesicht sagt und von Fehlern abhält. Insofern fand ich es falsch, dass die deutschen Politiker einen Blankoscheck nach Israel geschickt haben, auf dem in etwa stand, ganz egal, wie ihr auf diesen Angriff reagiert, wir stehen hinter euch. Da fand ich die Reaktion des US-Präsidenten Biden schon angemessener, der Israel freundschaftlich davor gewarnt hat, die gleichen Fehler zu begehen, wie die USA nach dem 11. September. Denn wer auf Terror mit Krieg antwortet, der beendet den Terror auf längere Frist nicht, sondern er nährt ihn. Ich finde, wir sollten nicht nur gegen die grauenhafte Hamas, sondern wir sollten gegen den Krieg und gegen die Bomben an sich sein. Und wenn ich höre, dass bis Anfang Dezember 2023 schon 15.000 Todesopfer im Gazastreifen zu beklagen sind, dann muss ich mich als klardenkender Mensch doch fragen, ob diese Reaktion verhältnismäßig ist. Was kann eine Mutter im Gazastreifen dafür, dass diese irren Terroristen der Hamas sich in ihrem Wohngebiet verstecken und unterirdische Gänge nutzen? Man wirft Bomben auf die Hamas, aber man trifft Kinder, man trifft Mütter, man trifft Greise. Man wirft Bomben auf die Hamas, aber man trifft Menschen, die mit diesem Krieg, diesem Terror nichts zu tun haben und die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Man unterbricht den Teufelskreis des Mordens nicht, sondern man setzt ihn in rasender Geschwindigkeit fort. Im Namen der Gerechtigkeit tut man Unrecht, im Namen der Gewaltlosigkeit übt man Gewalt aus. Mir kommen fast die Tränen in die Augen, wenn ich an die Opfer dieses Krieges denke, an die Opfer des Anschlages der Hamas in Israel, aber auch an die Opfer der Bombardierung des Gazastreifens. Die einen Opfer, die sind nicht besser oder die sind nicht schlechter als die anderen. Alle Opfer sind unnötig. Ich wünsche mir eine deutsche Bundesregierung, die kein Land der Welt mehr zu Kriegen ermutigt, sondern eine Bundesregierung, die sich grundsätzlich gegen den Krieg und hinter die Menschlichkeit, hinter die Zivilisten stellt. Ich wünsche mir eine Bundesregierung, die das Leben der Zivilisten immer über den Stolz der Staaten und alles andere stellt. Ich wünsche mir, dass niemand mehr für den Wahnsinn eines Krieges sterben muss. Es gäbe noch viel mehr zu sagen in diesem Jahresrückblick, auch zu diesem Thema. Ich könnte auch was sagen zu der peinlichen Haushaltspanne im Spätherbst in Deutschland, verursacht von einem Kanzler, der mal Finanzminister war. Das ist schon erstaunlich, dass das Bundesverfassungsgericht einer Bundesregierung erklären muss, warum sich eine Schuldenbremse nicht mit windigen Tricks umgehen lässt. Ein kleiner Unternehmer, der so etwas tut, der geht einfach pleite.
Ich hatte mich schon längst gefragt, wie kann es denn sein, dass wir nach Corona bis über beide Ohren verschuldet sind, aber angeblich 100 zusätzliche Milliarden für Bomben und Panzer und Kampfjets übrig haben? Schulden, die bleiben Schulden, auch wenn man sie zu Sondervermögen erklärt. Und wenn ich SPD-Kanzler wäre, dann würde ich mich erst einmal darum kümmern, dass kein Rentner hier in Deutschland im Müll mehr nach Pfandflaschen wühlen muss. Ich würde mich darum kümmern, dass kein Niedriglöhner 3 Jobs braucht, um sich noch knapp über Wasser zu halten. Und ich würde mich darum kümmern, dass keine alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern mehr zu einer Tafel muss, damit die Familie nicht verhungert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die Haushaltspanne geht auf die gleichen Gründe wie das Wahlchaos in Berlin zurück. Zu viel Schaumschlägerei und zu wenig Realitätsbezug, zu viel Inkompetenz und zu wenig Sachverstand, zu viel Versprechungen und zu wenig Verantwortungsgefühl. Im neuen Jahr, da wünsche ich mir eine Politik, die weiß, was sie tut und die hält, was sie verspricht. Das war meine Bilanz für 2023. Und wie sieht Ihre Bilanz aus? Schreiben Sie gern einen Kommentar. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch ein Video, in dem ein Insider über den Krieg und die Propaganda auspackt, von der wir überflutet werden. Es ist ein ganz, ganz erschütterndes und erkenntnisreiches Video. Klicken Sie es jetzt hier, Sie müssen das kennen. Und nutzen Sie gern das neue Jahr, um sich von mir an 365 Tagen in ein noch motivierteres und erfolgreicheres Leben begleiten zu lassen. Dann verlieren Sie Ihre Ziele nie mehr aus dem Auge und Sie erreichen endlich das, was Ihnen vielleicht schon ganz lange am Herzen liegt. Wie es geht, dass ich jeden Tag bei Ihnen bin und dass Sie 2 Wochen lang das kostenlos testen können, genau das verrate ich Ihnen jetzt. Ich wollte öfter Nein sagen und selbstbewusster sein und für meine Bedürfnisse kämpfen. Warum tust du es nicht? Ich wollte jeden Morgen joggen und gesünder essen und das Rauchen aufhören. Warum tust du es nicht? Ich wollte Karriere machen und mehr Geld verdienen und im Beruf vorwärts kommen. Warum tust du es nicht? Keine Ahnung. Ich sage es dir, du verlierst im Alltag deinen Willen aus dem Auge. Komm in meine 365-Tage-Challenge. Dort halte ich dich jeden Tag des Jahres auf Kurs 365 Mal. Klingt gut. Ist es auch. Ganz viele Teilnehmer haben mit der Challenge einen Karrieresprung geschafft, treten selbstbewusster auf, ernähren sich gesünder und sie machen mehr Sport. Probier es aus, ich schenke dir die ersten 14 Tage. Und was, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin? Dann genügt eine Mail in den ersten 4 Wochen. Ich will sicherstellen, dass du begeistert bist. Klick jetzt den Link auf dem Bildschirm und starte in ein besseres Leben. Dein Martin Wehrle.